Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Fitness im Herbst. Heute ist unser Thema aktiver Regenerationstag, Faszien. Heute bearbeiten wir unsere Faszien, unser sogenanntes Bindegewebe. Was sind Faszien? Faszien ist alles, was den Körper irgendwie zusammenhält. Das sieht so ähnlich aus wie bei einer Orange, wenn wir die in der Mitte durchschneiden, diese weißen Häute. So durchzogen sind wir von diesem Bindegewebe. Und Faszien sind einerseits unser sechster Sinn, denn sie innerhalb dieser Faszien sind ganz viele Rezeptoren, die uns sagen, wie wir uns gerade fühlen. Andererseits halten sie uns stabil und aufrecht und halten uns elastisch und beweglich. Also ganz wichtig, unser Fasziensystem. Und das wollen wir heute bewegen. Wir wollen es dehnen, denn durch Dehnen bekommen wir ein elastisches System. Wir wollen es einmal ein bisschen schütteln und rütteln, denn so aktivieren wir diese Rezeptoren innerhalb der Schichten. Mach einfach so mit, wie du dich wohlfühlst. Spür heute ein bisschen in dich hinein. Nimm dich wahr. Das lohnt sich, finde ich. Und ich würde sagen, wir starten sofort in einer aufrechten faszialen Grundspannung. Hüftschmal geöffnete Füße. Ich komme so ein bisschen seitlich zu dir. Ein Fuß dazwischen Platz ungefähr. Die Knie sind durchlässig. Und wenn du möchtest, schließe für einen Moment deine Augen und nimm dich wahr. Versuch dich zu spüren. Wie fühlst du dich gerade? Wie fühlt sich dein Stand an? Lass deinen Atem fließen. Nase ein, Mund aus. Und nimm wahr, ob es vielleicht irgendwo zwickt. Oder vielleicht spürst du auch den ein oder anderen Muskel. Vielleicht merkst du auch das Training von gestern. Nimm diesen Moment, diese Wahrnehmung jetzt mit. Öffne deine Augen und beginne deinen ganzen Körper etwas zu rütteln und zu schütteln. Also die Knie ganz leicht beugen, strecken, dazu den ganzen Körper mit schütteln. Das kann langsam passieren, das kann natürlich auch schneller sein. Wenn du irgendwo eine Stelle hattest, wo es gerade gezwickt hat, dann schüttel mal ganz bewusst genau dahin. Was du auch machen kannst, ist genau die Stelle reiben oder ein bisschen abklopfen, deine Rezeptoren aktivieren. Dann pendel dich wieder in die Mitte ein und spür nochmal nach. Hat sich schon was verändert? Deine Aufrichtung, in deinem Körpergefühl, in deiner Wahrnehmung? Schon, oder? Dann atme jetzt tief ein, nimm beide Arme nach oben und streck und räkel dich in alle möglichen Richtungen. Das heißt, diese Faszien, die überziehen unseren ganzen Körper, umkleiden ihn und durchziehen ihn, so dass du jetzt von der Fußspitze bis zur Hand, Fingerspitze dich durchbewegst. Mal mit den Handrücken, mal mit den Handflächen, spreiz die Finger und zieh wirklich den ganzen Körper auseinander. Bis du in einer kleinen Grätsche ankommst, bleibst du hier stehen, lässt den rechten Arm oben. Linke Hand kommt an die Rippenbögen, einfach nur zur Sicherheit, für deine Stabilität. Bauch festmachen und jetzt legst du dich hier mit der Hand über einen riesengroßen Ball drüber. Mit dem Einatmen öffnest du den Arm, klappt dein Handgelenk um und schau der Hand nach. Nochmal ausatmen drüber und variiere jetzt ruhig die Richtungen. Also immer mal weiter hoch, weiter nach unten. Richtungsvariationen machen Faszien bewegen aus. Komm dann langsam wieder zurück zur Mitte. Löse auf, vielleicht einen Moment nachspüren. Vielleicht merkst du schon bei deiner Atmung, dass du in diese eine Seite jetzt, die wir aufgedehnt haben, besser atmen kannst. Und nimmst dann die andere Hand an die Rippenbögen, leg dich hier wieder drüber. Du kannst auch mal die Faust ballen
und komm zurück in allen möglichen Varianten. Komm dann wieder langsam zurück, löse auf und spür nach. Wie fühlt es sich an? Machen wir noch etwas mehr beweglich unseren Brustkorb, indem wir die Hände auf die Rippenbögen nehmen und jetzt eine liegende Acht zeichnen. Beginne klein in der Bewegung, werde hier wirklich beweglich. Vielleicht merkst du schon, dass du beweglicher bist durch das Aufdehnen gerade. Weiche, fasziale Bewegungen. Dann nimm deine Hände vom Brustkorb weg und zeichne mit den Handflächen eine liegende oder mehrere Achter. Nimm auch deine Beine jetzt mit. Beuge rechts, beuge links. Nimm deinen Oberkörper mit in die Bewegung. Groß werden. Spannung in der Mitte beibehalten. Werde noch größer und verlagere dein Körpergewicht. Lass dann deine Arme einfach mal schwingen. Und zwar ganz locker von unten nach oben, wirklich schwer fallen lassen. Werde etwas kleiner und schlenkere deine Arme um den Körper herum. Schau mal, ein Bein dreht mit, das Knie auch mitdrehen. Versuch, diese Kraft aus deiner Mitte zu holen und ganz locker, faszial die Kraft wieder zurückzuholen. Langsam zur Mitte kommen, hier bleiben, einpendeln, dich aufstützen mit den Händen auf die Oberschenkel und den Rücken durchbewegen in alle möglichen Richtungen. So richtig hoch und tief und rechts und links. Genüsslich. Und dann rollst du dich nach oben auf, komm hoch zum Stehen, komm auf dein linkes Bein und dein rechtes Bein streckst du, ziehst aber die Fußspitze ran und bewegst das Bein nach diagonal links. Arme gegen gleich. Bleib hinten, kreuze das Bein mit der Außenkante vom Fuß und jetzt ziehst du den rechten Arm hoch und versuch ganz sanft immer weiter diese laterale Außenlinie aufzudehnen. Langsam wieder zurück zur Mitte. Mach einen großen Schritt nach rechts. Nimm dein linkes Bein, streck's im Knie, zieh die Fußspitze an
und gehen gleich die Arme. Bleib hinten, kreuze die Außenkante, Arm nach oben, ganz sanft auffedern. Komm dann wieder zurück zur Mitte, löse auf. Setz beide Füße nebeneinander. Spür einen Moment deinen Körper. Und dann wollen wir noch die frontale Linie ein Stück aufdehnen. Das heißt, du streckst jetzt die Knie, öffnest deinen Oberkörper, deine Handflächen, atme ein. Und wenn du ausatmest, beug rück die Knie und mach dich ganz rund nach vorne. Nochmal einatmen, mach dich groß. Und ausatmen, rund. Noch zweimal in deinem Tempo. Bleib dann oben. Löse die Arme. Wenn du jetzt am Rand deiner Matte bist, oder komm rück zurück, rollst du dich jetzt ab nach unten mit gebeugten oder gestreckten Knien. Nimmst die Hände auf den Boden, schiebst dich hier vor, bis du in einem umgekehrten Dreieck bist, beugst und streckst deine Knie, nimm deine Wirbelsäule mit, dein Becken mit in die Bewegung. Dann kommst du langsam tief mit deinen Knien auf den Boden. Die Hände unter deinen Schultern, die Knie unter deinen Hüftgelenken. Zieh dein Brustbein nach oben in Richtung Decke. Also hier rausziehen, Bauch spannen. Und jetzt streckst du einmal dein rechtes Bein nach hinten. Schieb die Ferse ganz bewusst zurück. Wieder zurückkommen und dein linkes Bein im Wechsel. Genau. Einmal rechts, einmal links. Jetzt bleibt eine Seite, am besten die, die weiter weg ist von mir. Weißt du, wie ich meine? So, dass du jetzt die gegenüberliegende Hand zu mir drehst. Genau, so, dass du zu mir schaust und siehst, was ich mache. Ferse schiebt nach hinten, streck dein Knie hinten richtig durch. Und jetzt federst du ganz sanft auf. Wenn dir das zu viel ist, nimm die Hand an die Schulter. Wieder auflösen, kurz entspannen. Nimm das Bein, das hinten war, jetzt nach vorne durch und richte dich auf. Locker lassen. Deine Hüfte schiebt nach vorne und komm wieder zurück. Und dein Winkel darf ruhig etwas kleiner werden hier. Spür die Dehnung vorne. Und dann bleibst du vorne, halte dich hier, Hände
neben den Fuß. Jetzt schau, dass die Ferse unterhalb deines Knies ist. Kannst du ein bisschen vorrutschen. Vielleicht deine Hände noch weiter nach vorne schieben. Immer so, wie es für dich angenehm ist. In diese Position hineinsinken. Komm langsam zurück zur Mitte, setz dein Bein wieder zurück und entspanne einen Moment nach hinten. Vergleich deine Körperhälften, lohnt sich auch immer noch mal. Und dann kommst du wieder nach vorne. Hände unter deine Schultern positionieren. Anderes Bein jetzt zurück, Ferse schiebt, gegenüberliegender Arm zur Decke und Knie strecken, sanft auffedern aus der Brustwirbelsäule. Komm zurück, löse auf. Nimm ein Bein nach vorne, richte dich auf und schieb dich hier vor, komm wieder zurück. Bleibst du vorne, nimmst die Hände neben den Fuß, vielleicht das Bein weiter vorschieben. Wenn du möchtest, ziehst du dich jetzt noch weiter nach vorne mit den Fingerspitzen auf den Boden und lässt dich hier tiefer sinken, hineinschmelzen. Komm langsam wieder zurück. Sehr gut. Nimm die Füße nach vorne. Vielleicht kannst du die Füße kreuzen. Hände da zurück und dich durchziehen. Muss nicht. Bleib jetzt sitzen. Einen Moment. In einer Grätsche. Zieh deine Fußspitzen an. Und jetzt, die Grätsche ist so groß, wie es für dich okay ist. Fasse mit deinen Händen deine Fußsohlen und versuch dich nach vorne durchzuschieben, deinem Bauchnabel. Jetzt kannst du entscheiden, ob du mit den Fersen noch tiefer rutschen möchtest oder ob du einfach genau so bleibst und auch hier mit jedem Ausatmen ein Stück tiefer sinkst. Spür die Dehnung in der Mitte, Innenoberschenkel, Rücken natürlich. Ganz egal, wie weit du kommst, es gibt nur deinen Weg. Alles ist richtig. Hineinschmelzen. Langsam auflösen, dich nach oben drücken, vorsichtig die Beine schließen. Fass gleich mal dein rechtes Bein und roll dich nach unten ab. Zieh dein rechtes Knie ganz fest ran. Nimm den Unterschenkel zur Decke,
Decke und jetzt fass den Oberschenkel und zieh neben deinem Körper tief. Entweder so oder vielleicht magst du oder kannst du die Fußsohle fassen und auch hier mit jedem Ausatmen wieder weiter Richtung Boden absinken. Dehnung Hüftbeuge. Atem fließt. Komm zurück. Lass das Bein im rechten Winkel, die Arme zur Seite und jetzt lass ganz locker dein Knie nach links und rechts pendeln. Deine Hüfte, die darf mitkommen, dein Becken darf mit. Komm zur Mitte zurück und nimm dein Becken wieder in die Mitte, ist bestimmt verrutscht. Vergleiche mal kurz beide Beine. Spür, wie du jetzt liegst, wie unterschiedlich sich die Seiten anfühlen. Wir haben hier gedehnt, wir haben natürlich Hüfte gelockert und wir haben auch den Rücken ausgelockert. Merkst du? Und dann holst du dein linkes Knie ran, ruhig erstmal knapp unterhalb vom Knie herziehen. Dann den Unterschenkel zur Decke nach außen ziehen. Wenn es geht, kannst du die Fußsohle auch fassen. Mit jedem Ausatmen tiefer sinken. Dann komm langsam wieder zurück. Lass den rechten Winkel, Arme seit. Lass dein Knie nach rechts und nach links pendeln, ganz locker. Und wieder absetzen, dein Bein ausstrecken, Becken wieder in die Mitte, kurzen Moment vergleichen. Jetzt ist es wieder gleich, oder? Dann streck dich mal hier und räkel dich und gähne vielleicht. Stell die Füße also noch breiter als hüftbreit, so breit wie die Matte auf, Arme diagonal nach oben. Und deine Knie lässt du von rechts nacheinander zur Mitte nach links kippen im Wechsel. Lass dann mal ganz locker, wenn du willst, den Oberkörper mitkommen und dreh dich zur Seite. Und das Ganze langsam zurück. Ein Bein, Oberkörper,
Andere Seite, lass dich mitziehen. Werde klein. Öffnen. Mitte. Lass dich mitziehen. Immer zuerst das Bein, dann die Arme. Dann schieb dich deine Hüfte hoch. Und dann letztes Mal, und wenn du auf einer Seite dann ankommst, bleibst du da und drückst dich gleich eins weiter nach oben zum Sitzen. So, dass du jetzt bestimmt in so einem Z-Sitz bist, oder? Genau. Und wenn du in einem Z-Sitz bist, dann drehst du dich zu dem Bein, das weiter vorne ist, mal auf und versuchst dich richtig rauszuziehen. Dann kommst du zur Mitte, wechselst deine Beine, muss mich nur so ein bisschen wegdrehen, hoch und zieh dich hoch. Und vielleicht gehst du noch höher und kommst auf deine Knie, ziehst dich raus, aus, rund und ein, aufrichten, nach vorne, werde rund und richte dich auf. Und die Bewegung sieht immer so aus, wie es für dich am angenehmsten ist. Einmal noch. Komm dann zur Mitte. Nimm beide Knie nach unten auf den Boden. Und beweg deinen ganzen Rumpf nochmal mit. Deine Wirbelsäule, alle möglichen Positionen. Komm auf die Füße, nimm die Hände zurück, streck mal deine Beine so weit, wie es geht und dann beugst und streckst du noch ein Stück weiter. Beug die Knie, stütz dich auf die Oberschenkel, roll dich nach oben auf, richte dich auf, locker aus. Geht's gut? Durchgearbeitet, durchbewegt, schüttel dich nochmal so ein bisschen, Arme, Beine, lass die Schultern locker. Lass die rechte Schulter tief ziehen und nimm den Kopf einfach nach links. Spür den Nacken, lass links ganz locker. Rechts zieht. Du kannst mit rechts ganz leicht eine Pendelbewegung machen. Und dann zur Mitte. Andere Seite, lass rechts locker, links zieht und wenn du magst, machst du eine ganz leichte Pendelbewegung. Und zur Mitte, lass den Kopf nach vorne hängen. Ganz schwer. Atme aus, richte den Kopf wieder auf. Lass locker. Atme ein, streck dich lang. Atme aus, lass dich mal fallen. Nochmal ein. Nochmal aus. Ein, zieh dich hoch. Auf die Fußspitzen, hol dir Körperspannung. Ganz weit oben. Morgen gibt es Oberkörpertraining, also mach dich gefasst. Komm tief, öffne deine Arme, zieh die Ellbogen nochmal weit nach hinten. Ausatmen, lösen, schütteln. Und wenn du willst, kannst du jetzt noch ein bisschen federn und schwingen.
vielleicht nur die Fersen abheben, dich ein bisschen auslockern in allen möglichen Positionen. Leise abrollen die Füße, das ist wichtig. Leise ist immer faszial. Kann auch nur die Fersen heben sein. Zur Mitte kommen. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn du dich jetzt spürst, spürst du einen Unterschied zu vorher? Merkst du mehr Körpergefühl, eine bessere Wahrnehmung, mehr Aufrichtung? Mich interessiert es wirklich, ob du Veränderung spürst, ob du eine andere Wahrnehmung hast jetzt. Gerne kommentieren unten. Wenn es dir gefallen hat, gefällt mir drücken natürlich gern. Wenn du Lust hast, meinen Kanal mich zu unterstützen, vielen Dank. Der Link ist unter dem Video, da muss man auf mehr Ansehen draufklicken. Da macht sich nochmal eine Seite auf oder Beschreibungen. Da steht der Link zu Steady. Du kannst mich monatlich mit zum Beispiel 2,50 Euro oder 5 Euro unterstützen. Vielen Dank. Freue mich auch, wenn du einfach so dabei bist. Vielleicht magst du meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Einfach abonnieren und Freunde einladen, Freundinnen einladen, sich mitzubewegen. Umso mehr Menschen wir bewegen, umso schöner, oder? Ich hoffe natürlich, du bist morgen wieder dabei. Wie schon gesagt, es gibt Oberkörpertraining. Du kannst natürlich auch auf meinen Kanal gehen und einfach schauen in die Playlist. Da habe ich meine ganzen Videos schon geordnet. Also entweder bis zu unserem nächsten gemeinsamen Workout, vielleicht ja schon bis morgen.